Der ist CSGO gerade ist so on fire! fire! Oh. Sehr gut. Jetzt, das schaffst du. Nur noch einer. Oh nee, und aber er auch noch. Ach du Scheiße. Fliegt zum gelben Punkt, ne? Axel, nimm Abstand und dann geh drauf. Dummerweise lässt sich dieses Flugzeug nicht mehr so richtig lenken. Ach Quatsch. Mach die Fahrwerke raus, Axiom, wenn du hinter ihr bist. Kommst du besser hinterher. Wenn du nach rechts fliegen willst, nach links fliegen willst und es geht nicht mehr, flieg einfach dreimal nach rechts. Wow. Das war knapp. Sie versucht's, Axiom, pass auf. Gerte, du schaffst das. Glaub an dich. Ich weiß nicht, ob ich hin muss. Zum gelben Punkt. Ja, ich weiß. Das ist der große Flughafen. Und da musst du auch nur noch landen. Im Hangar. Ja, das ist der Hangar, wo der Titan drin steht. MG, 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 Axiom. Oh. Nein! Es ist Teil einer Legende. Die Legende um sagt den Herrn rein gar von nichts. Herrn rein gar nichts. Der damals, er und seine Tochter waren in einem Zwietracht miteinander. Sie lief von zu Hause davon und tat rein gar nichts. Das hat ihn natürlich sehr aufgeregt. Daraufhin spaltete sich sein und ihr Verhältnis sehr. Und dementsprechend diese Furche, die die Straße durch diese Berge zieht, symbolisiert diese Furche zwischen Vater und Tochter. Ohne Waschbärmaske leider. Quatsch, war das so schön. Entschuldigung. Ich muss Ihnen leider gestehen, bevor ich das diese Stadtführung angetreten habe, habe ich eine Flasche Wein geäxt. Aber das bedeutet. Nein, gar nicht. Sehr gut. Oh nein! Der Bestimmung, der sich hier gerade rechts von uns befindet, bedeutet. Rein gar nicht. Wieso hängst du einfach nur da? Ja, ich häng hier so ein bisschen ab. Der Flieger macht dich nicht. Ich würde ein bisschen Abstand von mir nehmen mit dem Postauto. Vor allem das Poster da drüber, noch mit dem Auto, was da am Abgrund hängt. Ja, dann kann man den Busfahrer in der Unterbuchse sehen. Jawoll! Geil, Two Girls One Cup hier, endlich. Einfach, ich bin der Ball, ich bin der Ball, ich bin der Ball. Fang da weg, ich bin der Ball, Mensch. Toll. Ah, oh, nicht weiter schnell. Halt auf, halt hallo. Leute. Runter von der Brücke. Kann nicht durchlassen, nicht durchlassen. Nein. Ja, nein. Ja. Ha, du kannst den Mittelfinger aus dem Fenster halten. Wo ging das? Von der Tür, ja. Aktenauto, oder wie? Oh, Lolli, du kannst ja werden dann runterspringen. Ich bin schon drin. Der Hacker ärgert mich. Das sieht komisch aus hier. Macht der Was macht man, wenn das komisch aussieht? Jetzt sieht es noch. Der Typ hat's halt voll drauf, ne? War vielleicht doch keine Zeichenradar? Ja, die Clowns sind als Polizisten im Wasser. Polizisten-Clowns. Denen geht's aber nicht so gut. Kannst ja mal tauchen, gucken, ob da zwei Sturm sind. Meinst du einfach, die haben keinen Spaß beim Schwimmen? Oh, fuck, 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 fuck.
Wenn du ihre Zuneigung verdient hast, wird eine Muschi dein Freund sein, aber niemals dein Sklave. Gott schuf die Muschi, damit der Mensch einen Tiger zum Streicheln hat. Wenn ich mit meiner Muschi spiele, weiß, ob sie sich nicht mit mir mehr amüsiert, als ich mit ihr. Meine Muschi kennt keine andere Pflicht als die, sich zu putzen und sich streicheln zu lassen. Komm, schöne Muschi, an mein Herz. Doch ziehe ein, die scharfen Klauen. Lass mich in deine Augen schauen. In Augen aus Achat und Erz. Und fröhlichen Nikolaus wünsche ich euch. Was sind wir für Philosophen, wenn wir nichts von Ursprung und Bestimmung der Muschi wissen?